Heute erfahrt ihr die beiden effizientesten Möglichkeiten, die ihr habt, euer Altern zu stoppen bzw. aufzuhalten. Guten Morgen! Ihr wisst ja alle, dass ich mich mit dem Thema Altern natürlich auch auseinandersetze, denn Gesundheit und Altern ist quasi dasselbe. Gesund altern. Altern ist ein ganz normaler Prozess und es gehen einige so weit, dass man Altern stoppen kann, zumindest einige Alterserscheinungen, und einige sagen, das ist überhaupt nicht möglich, aber worüber es einen Konsens gibt, ist, dass man gesund altern kann und dass man ja, einfach in Würde und in Zufriedenheit irgendwann von sich selbst sagt, okay, ich möchte sterben. Für die Indianer, die sich oben hinlegen, oder die Elefanten, die zum Elefantenfriedhof gehen und sich dort hinlegen, das ist ein ganz normaler Prozess der Transformation. Und es gibt viel Forschung in dem Gebiet, weil das ist eine Sache, viele Menschen möchten dann unsterblich sein. Und ich habe da auch verschiedene Bücher schon zum Thema gelesen, auch unter anderem auch rezensiert, wie zum Beispiel auch das hier, Gesund altern. Das ist so eine so Forschungsarbeiten zum Thema, also das ist keine Anweisung, wie man gesund altert, sondern was derzeit der aktuelle Forschungsstatus ist. Und wenn ich dran denke, kann ich euch die Rezension oben verlinken. Und ich habe nun mittlerweile nach etlichen Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige und die aktuelle Forschung zum Thema analysiert habe, für mich zwei Dinge herausgefunden, die sehr einfach für die meisten Menschen umsetzbar sind. Und einfach nehme ich zurück, aber die einfach umsetzbar sein müssten. Die möchte ich euch heute vorstellen. Und da gibt es eben auch einen Konsens. Es gibt ja häufig, der eine sagt so, der andere sagt so, und dann weiß man ja gar nicht, wer recht hat. Und wenn man dann nicht die Studien gelesen hat, kann man sich selber kein Bild davon machen. Deswegen gebe ich euch jetzt zwei Dinge an die Hand, wo ihr genau wisst, das hilft auf jeden Fall. So. Und das eine, das ist die Bewegung. Man hört das immer wieder mal, man muss sich viel bewegen, ist gesund, ja. Aber das ist so eine Ablockhaltung häufig bei sehr vielen Menschen, weil man einfach keinen Bock hat, sich zu bewegen. Und zeitgleich ist das auch ein Kreislauf. Aus welchem Grund? Weil Bewegung sorgt dafür, dass eure Psyche gesünder wird. Also gesünder im Sinne von mehr Selbstliebe, Zufriedenheit, all die Dinge. Tatsächlich physiologisch führt es dazu, unter anderem durch die Bildung von Nervenzellen, die dadurch katalysiert wird, dass ihr euch bewegt. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, das Buch, ich verlinke euch das unten, da gibt es auch die Forschungsarbeiten und die entsprechenden Studien, die verlinke ich euch nicht alle unten, die stehen alle in dem Buch drin. Wenn ihr ganz konkret was habt, einen konkreten Zusammenhang, dann sprecht mich an, dann kann ich euch die Studie auch so mal raussuchen, beziehungsweise in den anderen Videos, die ich schon gemacht habe, habe ich die Studien auch verlinkt. Heute ist es eher so eine Zusammenfassung all dessen, was ich bisher herausgefunden habe. Also, Bewegung sorgt dafür, dass eure Psyche stärker wird, besser wird. Und heutzutage leben wir in einer Gesellschaft, die voller psychisch kranker Menschen ist. Und das ist echt schade, weil es müsste nicht so sein. Ein Grund liegt daran, dass unsere Arbeit häufig in wenig bewegungsintensiven Ambiente stattfindet. Und das sollte ein Fokus sein, den ihr auf jeden Fall, wenn ihr gesund altern wollt, habt. Denn durch die Bewegung erhöht sich auch die Sauerstoffaufnahme. Und Sauerstoff katalysiert wiederum sehr viele Prozesse im Körper und ist, wie jeder weiß, lebensnotwendig. Und umso mehr ihr euch bewegt, umso mehr nehmt ihr auch Sauerstoff auf. Und im Gegensatz dazu ist es so, dass umso mehr ihr euch bewegt, umso weniger Cholesterin und Fette sind im Blut zu finden. Und Fette im Blut führen zu Entzündungen. Deswegen ist es auch nicht gut, zu viele Fette zu essen. Ich hatte ein Video schon gemacht, die Gefahr von Fetten. Warum ich auch dafür plädiere, eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung zu sich zu nehmen und die Fette zu reduzieren auf ein Optimum. Und Fette sind wichtig. Ich sage das nur nochmal, weil viele hören oft sehr selektiv zu. Fette sind sehr wichtig, aber sie sollten reduziert werden auf ein Optimum. Und dadurch, dass ihr euch viel bewegt, sind viel weniger von Cholesterin und Fetten im Blut zu finden. Und
klar, ihr könnt auch mit Ernährung was machen, aber das ist heute nicht das Thema, weil das ist wirklich für die meisten sehr schwer umzusetzen. Aber Bewegung ist ganz einfach umzusetzen. Und eine gesunde Psyche, die dadurch katalysiert wird, dass ihr euch bewegt, sorgt dann auch wieder dafür, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und ja, eure Ernährung umzustellen auf eine pflanzliche Ernährung. Was mit Sicherheit auch dazu führt, dass ihr gesund altert. Dazu gibt es unzählige Studien, ich habe unzählige Videos zu diesem Thema gemacht. Und gerade epidemiologische Studien, also wo Völkergruppen untersucht werden, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, ja, die zeigen eindeutig, dass eine pflanzliche Ernährung eben dafür sorgt, dass ihr gesund altert. Okay, also Bewegung. Ein letzter Punkt, der mit Bewegung einhergeht, ist der Punkt, dass Bewegung euch aktiv vor Krankheiten schützt. Das heißt, ihr habt ein stärkeres Immunsystem. Der Schutz vor kardiovaskulären Erkrankungen ist viel, viel höher. Es ist doppelt so hoch. Die Studien haben das nachgewiesen. Und das ist die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Von daher, ja, Bewegung ist der erste große Punkt, was ihr tun könnt und was ihr unbedingt umsetzen solltet. Es können die kleinen Dinge sein. Ihr geht einkaufen und lauft halt, anstatt dass ihr mit dem Fahrrad fahrt oder dass ihr noch schlimmer mit dem Auto fahrt. Der zweite Punkt, worüber es einen Konsens gibt und der für alle zumindest potenziell umsetzbar ist, ohne jetzt innerhalb der Ernährung groß zu justieren. Und das ist eine Kalorienrestriktion. Kalorienrestriktion führt zu einem längeren und einem qualitativ hochwertigeren Leben. Wenn ihr jetzt denkt, oh, wenn ich mein Essen drosseln muss, dann mindert es meine Lebensqualität. Das ist sehr, sehr kurzsichtig gedacht. Das ist sehr, sehr kurzsichtig gedacht, denn ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich reduziere meine Kalorien quasi seit 20 Jahren, weil ich halt einen unglaublich guten Stoffwechsel habe. Ich kann einen Backstein essen und nehme davon zu, der da irgendwelche Nährstoffe hat und Energie dann rausholt. Genau deswegen kenne ich mich da ziemlich gut aus und die Lebensqualität steigert sich tatsächlich damit, dass man ja verzichtet, aber in unserer Kultur ist das so eingebläut, dass Askese oder Verzicht etwas Negatives ist, weil unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, immer mehr und höher, weiter, besser und das ist gut und Fortschritt ist gut, immer. Und das ist auch so eine psychische Krankheit in unserer Gesellschaft. Und kommen wir aber trotzdem mal zu den Fakten. Also wenn eine Kalorienrestriktion stattfindet, die freiwillig ist, dann erhöht sich das Ergebnis nochmal. Aber selbst in einer nicht freiwilligen Kalorienreduzierung bei Erhalt der grundsätzlichen Nährstoffe, die mit ungefähr 300 bis 400 Kalorien gedeckt sein könnten, auch da wieder pflanzliche, in dem Fall allerdings auch Rohkosternährung, bei einer veganen Ernährung braucht es ungefähr im Schnitt 700 bis 800 Kalorien, dann ja, ist man auch, wenn das erzwungen ist, trotzdem mit einer höheren Lebenserwartung. Das war für mich neu. Ich habe mir gedacht, die Menschen, die Hunger leiden, das ist nicht gut, die haben keine höhere Lebenserwartung. Doch hätten sie, wenn sie trotzdem sich vollwertig ernähren würden. Also runtergebrochen auf unsere Gesellschaft, auf hier in Deutschland, kann man sich durchaus zwingen oder kann man andere zwingen, dazu weniger zu essen und das tut denen gut, solange sie sich vollwertig ernähren. Zur vollwertigen Ernährung habe ich ja auch schon meine ersten beiden Bücher Vegane Welt und mit wenig Geld und Rohkost vor Lowkost genau gezeigt, ja einfach das geht einfach seine Ernährung zu tracken und dass man jede Mahlzeit mal zumindest einen gewissen Zeitraum wirklich anschaut und ein Gefühl dafür bekommt, dass man sich vollwertig ernährt. Genau. Wenn man wie wir einfach gesund altern werden und sich noch freiwillig dafür entscheiden, der Effekt ist dann eben höher und der Effekt ist 30-40% höhere Lebenserwartung. 30-40% bei einer kalorienrestriktiven Ernährung. Das heißt, dass man einfach nicht so viel Energie zu sich nimmt und das ist schon massiv. Das ist wirklich massiv. Und es geht natürlich dann auch einher mit altersbedingten Defiziten, die minimiert werden. Das heißt, alle möglichen, also Demenz oder physische Erkrankungen wie jetzt Osteoporose oder ja, was es dann alles gibt. Und das reduziert sich eben auch durch eine kalorienrestriktive Ernährung. Und das hat man lange gewusst und dann hat man gedacht, okay,
das hatte sich dann genannt Caloric Restriction, also dass man die Kalorien einfach reduziert und dass das gut ist. Aber mittlerweile geht man hin zu einer Dietary Restriction, dass man sagt, nicht die Energien sind relevant, also dies ist schon relevant, man hat herausgefunden, es gab eine Korrelation und dass eben umso weniger Kalorien man isst, umso gesünder man ist. Wie ihr alle wisst, ist eine Korrelation natürlich noch keine Kausalität, aber gibt häufig schon eine gewisse Richtung vor. Und ja, und jetzt hat man das spezifiziert und man hat herausgefunden, dass die Zusammensetzung der Nahrung von großer Bedeutung ist dabei. Also erstens weniger essen und dann im zweiten Schritt wäre man dann da, dass man sagt, okay, ja. Für all diejenigen, die da diesen Schritt auch noch gehen wollen, also erstmal ist es wirklich total wichtig und neben der Bewegung der zweite große Punkt, einfach weniger essen und durchaus auch immer im Körper so ein bisschen Hunger, was nicht wirklich Hunger ist, weil Hunger, den spürt man ungefähr hier und nicht im Magen. Das Magenkrummeln, das ist noch kein Hunger. Richtiger Hunger, der kommt hier aus dem Hals und das haben die wenigsten von uns wirklich mal erlebt. Weil das ist Hunger, wenn du da 3-4 Tage nichts isst, ne? Und nicht fastest, sondern einfach nichts isst, weil du nichts zu essen hast oder sehr, sehr wenig isst, dann kommt dieses Hungergefühl. Und das ist was ganz, ganz anderes als das, was wir als Magenkrummeln. Unser Magen knurrt, wir müssen was essen. Der Körper ist konditioniert darauf, dann zu essen. Deswegen kommt auch dieses Krummeln, das unangenehme Gefühl. Das würde jetzt zu weit führen. Nur für die Leute, die noch einen Schritt weiter gehen wollen und schauen, was die aktuelle Forschung aussagt zum Thema. Nur um noch das Buch nochmal zu sagen, also Magdalena Schmink und Günter Lepperdinger haben das zusammengefasst, aber hier sind auch Forschungen von anderen Menschen drin, die ihrerseits auch wieder zum Beispiel Metastudien gebildet haben von anderen Studien und das ist wirklich, was Altern angeht, ein echt gutes Buch. Allerdings, wie gesagt, rein Forschung und das ist kein Ratgeber, so ein sehr spezifisch, also ja, ist halt sehr anspruchsvoll. Und die haben halt rausgefunden, dass das optimale Verhältnis zumindest bei den Mäusen, also das ist sicher, das gilt als sicher, das optimale Verhältnis von der Zusammensetzung der Nahrung so ist, dass man 10 Teile Kohlenhydrate und 1 Teil Proteine hat. Und interessanterweise sind die bei den epidemiologischen Studien wurde das ähnlich herausgefunden. Jeder kennt die Okinawa, die Insel der 100-Jährigen, die allerdings jetzt aufgrund, dass sie ihre Ernährung umgestellt haben auf eine westliche Ernährung wieder viel, oder anfangen, viel tierische Produkte zu konsumieren, geht auch die Lebenserwartung runter. Eigentlich eine super Sache, dass man das dann gleich so im Gegenbeweis dann quasi auch präsentiert bekommt. Aber diese galten lange und hatten die höchste Lebenserwartung. Die Insel der 100-Jährigen, die meisten 100-Jährigen anteilig an der Bevölkerung haben auf dieser Insel gelebt. Und deren Zusammensetzung der Nahrung entspricht auch ungefähr 10 Teile Kohlenhydrate, 1 Teil Proteine. Und das ist sehr, sehr interessant und das wäre dann sozusagen der nächste Schritt, den ihr ja tun solltet. Generell ergibt sich für mich so ein Bild, das möchte ich auch noch nicht quantifizieren, zu sagen, also wenn man die 3 Makronährstoffe sieht, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, dass man am vorsichtigsten tatsächlich mit den Proteinen sein sollte. Und dann aufgrund unserer Gesellschaft, unserer Struktur, in der wir leben, mit den Fetten. Wenn wir in der Natur leben würden, dann müssten wir gar nicht so auf Fette achten. Aber in unserer Gesellschaft, dann müssen wir auf Fette achten. In meinem neuen Buch, dessen Titel ich noch nicht ganz genau weiß, aber es wird wahrscheinlich Low Carb, teuflischer Trend, der teuflische Trend, Angriff auf unsere Gesundheit. Spezifiziere ich das nochmal, da gehe ich noch in die Tiefe, nenne konkret dann die Studien, was dann herausgekommen ist, was das für uns bedeutet und ja, lasst euch da wirklich überraschen davon, das ist wirklich ein Buch, wo ich denke, das ist am Nabel der Zeit und hat das Potenzial, viele, viele Menschen wirklich klarer sehen zu lassen und die Angst vor Kohlenhydraten zu nehmen. Weil sie sind, alles ist wichtig, aber auf die Kohlenhydrate zu achten und da wirklich ausreichend zu sich zu nehmen, ist, glaube ich, das Wichtigste von all diesen 3 Nährstoffen. Ja, also, das ist das eine, was man dann herausgefunden hat, diese Kalorienrestriktion, dass man Proteine minimieren sollte, anhand der aktuellen ungefähr Verteilung der Nahrung. Und da hat man noch was herausgefunden bei der Kalorienrestriktion, was auch lebensverlängernd wirkt. Und das ist, dass man einmal am Tag isst. Dass Mäuse, die einmal am Tag essen und auch Ratten und noch andere Organismen genommen, wie gesagt, findet ihr auch in den Studien,
dass diese weniger krank werden, dass diese gesünder sind, als wenn sie dieselben Kalorien verteilt über den Tag essen. Und das ist ja auch der Trend des intermittierenden Fastens, dass, da geht ja auch in die Richtung. Insulinspiegel wird halt nicht dauerhaft hochgehalten, sondern geht halt immer wieder runter. Und das ist natürlich auch präventiv für Diabetes Typ 2 gut geeignet und meiner Meinung nach auch grundsätzlich für alle Zivilisationskrankheiten, weil der Insulinspiegel da auch einen Effekt hat. Auch dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht, aber es kommen ja jeden Tag neue Abonnenten hier dazu und vielleicht werde ich das ein oder andere Thema auch einfach nochmal aktuell nochmal bringen, und weil ich habe schon quasi alle Themen behandelt in den letzten 4 Jahren, aber es tut sich ja ungemein viel Neues, und umso wichtiger, dass ihr auch diesen Kanal abonniert und auch die Glocke drückt, weil YouTube entscheidet neuerdings, welche Videos, insbesondere wenn ihr mit dem Handy surft, welche Videos ihr zu sehen bekommt. Und dann sind meist die beliebtesten, und die beliebtesten sind selten die Videos, die euch am besten tun, sondern die, die euch unterhalten. Und von daher ja, abonnieren, Glocke drücken und genau. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Wenn ihr noch Fragen habt oder einfach eure Gedanken teilt, freue ich mich wie immer über Kommentare und einen Daumen nach oben. Und ja, bis morgen, euer Christian.